Steffens Prognose mit mir. Hey meine Buddies da draußen, ich bin Steffen von Buddies United und herzlich willkommen zu Sticker WM Prognose hier auf Buddies United. Ihr habt es mal wieder geschafft, heute mit dem zweiten Gruppenspiel der Gruppe G zwischen Tunesien und der englischen Nationalmannschaft. Wieder auf jeden Fall ein sehr spannendes Spiel hier in Volgograd. Richtig spannend. Wir haben mal wieder 6 Päckchen der World Cup Russia 2018 Sticker Packs. Die Regeln sind wie folgt: Jeder normale Sticker zählt einen Punkt, Glitzer- und Mannschaftsfotostickers zählen 2 Punkte. Und wir haben direkt das 1:0 für die Engländer. Jesse Lingard. Ich glaube, das ist das schnellste Tor der WM bisher. Durch Jesse Lingard. Der erste Sticker direkt das 1:0 für England. So einen schnellen Start hatte bisher noch kein Team wie die Engländer hier. Unfassbar. Schreibt eure Tipps in die Kommentare und stimmt auch oben ab, wer ihr glaubt, wer gewinnt. Nur so am Rande. Dann haben wir das Mannschaftsfoto von Uruguay. Dann haben wir Krikoviak, Hussaini und Cordado. Also 1:0 bereits für die Engländer. Unfassbar, was ein Start sie hier erwischt haben. Aber da ist direkt der Ausgleich durch Msatni für Tunesien. Durch den Stürmer hier direkt der Ausgleich. So schnell kann man eine Führung auch verspielen, liebe Engländer. 1:1. Dann haben wir Esenwa, Nagatomo, den Mannschaftslogo-Sticker von Serbien und Andres Iniesta. Dann das dritte Pack. Mal gucken, wen wir hier drin ziehen werden. Ob ein Team seine Führung, die Führung holen kann, ist ja im Moment unentschieden. Dann haben wir El Mohammadi. Lionel Messi! Da ist er doch! Wir haben es geschafft! Das gibt es ja nicht. Lionel Messi, wir haben ihn endlich. Hier ist er, Lionel Messi, unfassbar. Wir haben ihn so lange nicht gehabt. Lionel Messi und Ronaldo, die suchen nach Messi und Ronaldo. Guckt euch das Video auf jeden Fall an. Es ist unfassbar, wie lange wir gebraucht haben, um ihn zu ziehen. Lionel Messi von Argentinien. Aber er macht keinen Punkt in diesem Spiel. Dann haben wir Sebastian Larsson, Makchenski und Nacho Monreal. Okay, zu Halbzeit also 1:1 zwischen Tunesien und England. Hier das Spiel, das heute um 20 Uhr stattfindet. Dann haben wir Polo. Dann haben wir das Stadion von Samara, Samara Arena. Das Logo von Uruguay. Mohamed Elneny und Fellaini, der Belgier. Die sind ja auch ebenfalls in der Gruppe. Die haben vorhin schon gespielt. Dann das vorletzte Pack. Mal gucken, ob ein Team hier noch die Führung holen kann. Das Spiel gewinnen kann. Carlos Sanchez. Dann haben wir Esenwa, Heung-min Son für Südkorea, Felipe Luis und 1930 Legend Sticker von Uruguay. Die Gewinner der ersten WM, die jemals gespielt wurde. Und das letzte Sticker Pack. Mal gucken, ob noch ein Team hier den Sieg nach Hause bringen kann. Als erstes haben wir Ivan Rakitic, Radamel Falcao, Luis Advencula. Von Marokko haben wir En-Nesyri. Und der letzte Sticker ist von Saudi-Arabien Al-Hawi. Damit haben wir den 1:1 Endstand in diesem Spiel zwischen England und Tunesien. Den 1:0 Führungstreffer machte Jesse Lingard, der Engländer, nach gefühlt einer Sekunde der schnellste Treffer der WM bisher. Und dann haben wir Youssef Msatni von Tunesien. Schreibt eure Score-Predictions auf jeden Fall in die Kommentare. Mich würde es interessieren, was ihr glaubt, wer das Spiel gewinnen wird. Ich glaube, es wird ein relativ knappes Spiel, auch wenn viele wahrscheinlich England Favorit sehen. Sagt euren Tipp oben bei dem i, könnt ihr abstimmen, wer ihr glaubt, wer gewinnt. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Es würde uns auch sehr weiterhelfen. Wenn ihr das machen würdet, könnt ihr alle Spiele sehen, alle deutschen Spiele, alle englischen Spiele, alle Tunesien Spiele, alle Spiele, die ihr sehen wollt, unsere Predictions hier auf dem Kanal. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert nicht vergessen, Score Predictions in die Kommentare.
Haut rein. Ciao.